Hallo zusammen, ich bin jetzt bei der endgültigen Reparatur von dem guten Stück. Ne? Ich habe gerade einen neuen Schwingträger vorne eingebaut. Dann mache ich da gleich weiter mit Schwinge und Stoßdämpfer, da kann das Rad wieder rein. Ich habe mir einen nagelneuen Lenker gegönnt und da kam die Ernüchterung auch ganz schnell. Der ist dicker als normal. Also den, den ich ausgebaut habe. Ich habe mich gewundert, warum kriege ich meine Klemmstücken da nicht drauf? Den ich ausgebaut hatte, der hat 21 mm Durchmesser, dieser hier hat 22. Toll. Auch die Aufnahme hier für das Widerlager vom Gaszug passte nicht, musste ich nacharbeiten. Ja, mal sehen, was mich noch so alles erwartet. Ich habe gerade mitgekriegt, auch hier passt er nicht einfach so drauf. Welche drin wohl auch nochmal. Ja, schleifen müssen. Also, es ist Wahnsinn, was MZA so als Originalqualität so alles so verkauft. Naja, es gab natürlich auch noch kein Geld von der Versicherung. Das wird wohl jetzt vor den Anwalt gehen. Vors Gericht, aber beim Anwalt ist es ja schon. Aber das ist ja jetzt soweit egal. Ich denke, so wie ich es mir angeschaut habe, wird es mit dem neuen Schwingenträger gut passen. Also ich glaube nicht, dass der Rahmen einen gekriegt hat. Ich hatte das ja schon mal bloß die Schwinge ausgetauscht und geschaut und dann die Schwingträger neu gegen alt blank auf den Boden gelegt. Da sieht man schon ganz klar, dass der Schwingträger richtig einen hatte. Und na gut, ich hoffe immer noch, dass es dann gerade ist. Ja, ich werde dazu auch kein Video mehr machen. Es gibt andere Projekte und es ist, glaube ich, ausgekaut. Mal sehen, was als nächstes folgt. Auf jeden Fall wird sie morgen wieder fahren.